Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ja, 1. Immer voll angewohnt, dass ich immer eine Zahl dazu sage, aber das ist halt eben 1. Da ich keine Zahl. Oh. Ja. So, und ich habe ja gesagt, wir gehen hier entlang. Und das machen wir jetzt auch. Ich dachte gerade, da wäre ein Zombie, aber nein. Oh, hier haben wir ein Pistolenmagazin. Das ist doch toll. Und Kräuter. Und Kräuter für die neuen Einstieger, die sich dachten, ja, gucke ich meistens im Bild vom ersten Teil, sind Heilung. Die kann man miteinander kombinieren. Das geht einfach so. Man geht in das Menü, drückt auf Kombinieren und zack. Man kann das auch noch mit dem dritten Grünkraut kombinieren, oder man kann es mit Grün und Rot kombinieren, oder ich glaube auch Gelb gibt es auch, wie im vierten. So. Oh. Ja. Chill. 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 Hab's gleich. Und ich hab's geschafft. Ja. Ja, was denn? Das war gerade ein bisschen seltsam. Ja, warte mal. Ich guck mal kurz schnell. Ja, guck mal an. Gar keinen Schuss mehr im Magazin. Hier liegt auch noch sehr viel Kraut rum. Ja, ich muss sagen, das kombinieren wir auch noch mal kurz. Ich meine, man hat ja Inventarboxen. Und aus dem könnte jeder. Und ich glaube, in dieser Tür hier, also wenn man da jetzt hier weitergeht, geht man nur in diese Falle. Also quasi, man. Von wo? Hier. Ah. Jetzt ist er tot. Da kommt nämlich immer das Blut. Wie lade ich jetzt nochmal Nachspiel? Ah, Kreis. Ah, ja, stimmt, ich habe kein Magazin mehr. Ich Vollpfosten. Natürlich geht das nicht. Ach, ich bin so ein Idiot. Ja, es tut mir leid. Ah. Aber hier haben wir jetzt eins. Jetzt kann ich mal nachladen. Aber an dem Ziel muss man das machen, ja. Okay. Stand ja gerade auch noch dran. Und hier haben wir diese goldenen Pfeil. Damit weiß ich noch, was wir machen müssen. Ja, ich weiß. Dann geht ins Inventar, drückt darauf untersuchen oder ja prüfen, ja gesagt. Untersuchen, dieser Pfeil, die Pfeife sieht aus, könnte man sie abnehmen. Zack! Beispitze. Das ist Periode, wie es mal aussieht. Das ist uns allerdings egal, wir müssen einfach nur weiterkommen. So. Wo können wir jetzt hier lang gehen? Sollen wir wieder einfach zurücklaufen oder sollen wir. Ach nee, weißt du was, gucken wir hier einfach. Die sieht aus von der anderen Seite verschlossen. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Ah, das war die vorher, wo von der anderen Seite aufgeschlossen war. Also jetzt sind wir gleich über dem Esssaal. Wo ich tatsächlich sowieso sein will, weil hier kann man nämlich was machen. Ich hoffe jetzt, dass der Zombie nicht mehr da ist. Weil die verschwinden natürlich. Was heißen kann, die despawnen einfach, weil. Ja, Platzhalter oder sowas. Oder, ja, die kommen wieder. Man kann auch Zombies verbrennen, weil sonst wären sie zu Crimson Heads. Das war in dem Original nicht so. Genauso wie es hier so ein Monster gibt, wo wir noch auf jeden Fall noch hoffentlich noch sehen werden. So, und zwar um da die Pfeilspitze müssen wir im Garten benutzen. Und dann können wir runter. Weil jetzt gehen wir nicht auch mal in den Garten rein. Ich meine, ich habe ja noch Heilung und ich bin auch noch gesund. Ich habe bisher nicht mal einmal Schaden genommen. Natürlich, das kann sich jetzt jederzeit ändern, klar. Aber bisher keinen Schaden genommen. Kein Zombie hat uns gepackt. Boah, das sieht aber schon geil aus, das Game, muss man ehrlich sagen.
Ah ja, okay. So, ja, ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in der Form einer Pfeilspitze. Und hier kann man das nicht einfach so verwenden, man muss, also, ja doch, man kann es verwenden, aber man muss ins Inventar gehen und hier verwenden drücken. Und so weiß man wenigstens, ob man das Item da auch braucht. Habe ich ja vorher auch bei dem, oder halt beim letzten Part, beim Dietrich versucht. Was halt allerdings ja nicht ging, ne? Yes. Und hier brauchen wir diese Masken. Aber hier gibt es auch noch was anderes, was wir brauchen. Und zwar nämlich hier. Ein Buch. Das sind die Einbuch. Und wir müssen das mitnehmen. Wofür? Ja, nicht weil wir unbedingt lesen wollen, nein. Weil dort nämlich ein Schlüssel ist. Entfernen, ja. Und sie haben folgendes. Ein Hausschlüssel, damit können wir jetzt in ja, mehrere Türen rein. Zum Beispiel weiß ich schon eine, da gehen wir jetzt gleich lang. Eine Sorge, das machen wir jetzt gleich. Ich nehme noch wieder raus. So. Ja, da gibt es auch noch so Schrotflintenschuss. Und allerdings noch nicht, weil wir noch keine Schrotflinte haben. Haben wir aber bald. Keine Sorge. Und hier fühlt man sich doch glatt sicher hier in dieser Eingangshalle. Weil ich glaube, hier kommen keine Zombies rein. Zumindest habe ich bis zumindest so weit, wie ich halt gespielt habe. Also wirklich nicht weit. Habe ich keinen in dieser Eingangshalle gesehen. Also, das ist doch was Gutes. Aber ja, wir können hier auf jeden Fall diesen Hausschlüssel hier ran verwenden. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet und da gehen wir jetzt durch. Oh nein, die Halle ist ganz schön schlimm, weil hier kommen nämlich irgendwann Hunde. Und Hunde sind in dem Spiel oder in allgemeinen Resident Evil Teilen Arschlochtiere. Zumindest halt die Zombie-Hunde. Klar, das sind Zombies. Ja, genau deswegen. Irgendwann. Hier werde ich ganz sicher nicht so oft lang gehen, weil irgendwann springen die hier einfach rein. Und ich bin sogar gegen einen Hund gestorben. Also ich bin, glaube ich, als Chris zweimal gestorben. Einmal durch diese Falle, wo ich vorher noch erwähnt habe. Und einmal durch einen Zombie-Hund. Warte, gehen wir hier rein. Gucken wir, wo wir rauskommen. Oh nein. Ich weiß, was hier passiert. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel sie? Ja, natürlich. Ist eine sehr gute Idee. Ah. Man kann sich schon denken, was jetzt passiert. Da ist jemand baden gegangen und der wollte noch länger im Wasser bleiben. Ey. Ich will ja alles abstellen. Also, nee, das geht so nicht. Ja, was macht die denn? Ach, hat die den jetzt getötet? Hat die den jetzt getötet? Für die, warum ich mich jetzt hier so verwundert fühle. Als Chris musstest du den anschießen. Weil Chris hat ihn nicht getötet. Also, doch schon, aber nicht so. Also, warum musste den dann noch anschießen? Oder halt töten wir an die anderen Zombies. Okay, das ist tatsächlich mal was Interessantes. So, gehen wir hier rein. Boah, ich liebe diese Türanimation. Viele denken, ja, das könnte man in die Welt lassen, aber ich meine, so den klassischen gehört. Das gehört einfach dazu. Und das ist auch einer der ikonischen Sachen an dem ersten Resident Evil. Also wenn sie irgendwann vielleicht ein Remake machen, also richtigen Remake, natürlich, das ist auch ein Remake, klar. Aber ich meine halt einen anderen Remake wie 2, 2 und 3. Würde ich es auf jeden Fall freuen, wenn sie das beibehalten. Hier dieses Gewehr. Nehmen wir mit. Ah ne, wir brauchen doch das Gefekte, oder? Warte, hier scheint das gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch hängt in der Luft. Okay. Hey, wir können raus? Okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Hm.
Oh nee, oder? Eine Falle. Ja, weil ich das Gewehr mitgenommen habe. Ja, scheiße. Ich bin immer hier raus. Nein. Okay, ich will hier rein. Alles gut, ich lege sie wieder zurück. Oh Gott. What did I do now? Ach, bin ich jetzt tot. Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Die Kamera ist weiter unten bei der Tür, weil wir durchgekrochen sind. Ey, das ist mal ein Detail. Also, muss ich ehrlich sagen, für ein 2002-Spiel nicht schlecht. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Rettung in letzter Sekunde. Keine Zeit für Sandwiches. Ha! Ha 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 ha! Ja, für die, die das nicht kennen. Das altbekannte Meme, das Chill Sandwich, was sie auch noch in Revelations 2 benutzt haben, nur als Claire Sandwich. Das ist auf jeden Fall ein Resident Evil Meme. Genauso wie Mr. X. Ups, oh shit! Sache. Na? Knappe Sache. So. Ach, da haben wir die wunderschöne Musik. Ja, und damit können wir es ja anzünden. Genau. Komm, mach ich weiß sogar. Eine erste Hilfespray. Ja, komm, speichern wir einmal kurz ab. Wir haben eh gerade 14 noch. Ja. Abstellraum im Ostflügel. Da habe ich zuletzt mit Chris abgespeichert, wie man es hier gerade sieht. 21 Mal. Sowas werde ich nicht mehr tun. So oft abspeichern. Zumindest nicht in dem Teil. Und jetzt kann man das hier wegtun. Ich meine, die sind allgemein immer in den Kisten, außer beim Esszimmer. Ja, das sagt's natürlich, ne? Das sagt's. Hast irgendwie gar keinen. Okay. Kombinieren damit. So, gehen wir weiter. Was befindet sich hinter dieser Tür, ha? Mehr Zombies? Wir werden es jetzt sehen. Auf jeden Fall laufen wir hier nach oben. Diesen Zombie haben wir gerade noch getötet. Oh! Oh Gott! Das hat mich jetzt erschrocken, du. Chill? Achso, R1, stimmt! Oh, da bin ich behindert. R1 ist erschießen, nicht R2. Gott, ey. Also sowas darf man nie vergessen, wenn man den ersten spielt. Dass R1 schießen ist, nicht R2. Und L1 zielen. Aber gut, das wusste ich. Ja, das ist bescheuert jetzt. Jetzt habe ich einen Dolch verloren.
Es regt mich jetzt gerade ein bisschen auf, tatsächlich. Das finde ich gerade echt scheiße. Nicht, weil ich einen verloren habe, sondern weil ich einen dumm verloren habe. Was liegt da? Ach so, die Hundepfeife. Ja, stimmt, ich weiß jetzt, was jetzt kommt. Ja. Das heißt jetzt quasi, wir müssen Hunde holen. Einer davon hat irgend so ein Halsband. Und das brauchen wir. Das ist nämlich sehr wichtig. Dafür benutzen wir dann die Hundepfeife, rufen die Hunde her. Und so können wir nämlich dieses tödliche Rätsel oder die tödliche Falle da outsmarten. Ich glaube, für die muss man aber auch mal den Rüstungsschlüssel, falls mich nicht alles täuscht. Aber hier können wir lang. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Barry. Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Sie haben folgende Säuregeschosse. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Perfekt. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir die benutzen. Können wir die irgendwie auf ein Gewehr benutzen? Irgendwie das Gewehr, was wir haben? Oder von der anderen Seite verschlossen? Oh ja, ups. Stimmt ja. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich will es halt auch nicht wegtun, weil ich weiß halt... Lol, der Zombie liegt da immer noch. Ich dachte, der verschwindet. Ich dachte, die verschwinden immer. Nö, anscheinend nicht. Die haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Ja, da müssen wir jetzt rein. Wie viel Schuss habe ich alle? Wie viel Schuss habe ich eigentlich noch? 5? Okay, 28, das ist eigentlich noch ganz gut. Und unser Inventar ist voll. Das sogar, obwohl wir mehr Inventarplatz haben als fucking Chris. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da kommt ja noch einer. Mit dem einen. Du kriegst mich nicht, du Schwein. Hey, chill, du sollst schon ihn anziehen. Danke. Der lebt immer noch. Nee, der lebt nicht mehr. Lebt der hier noch? Ach, ich weiß es nicht. Ja, egal, wir müssen auf jeden Fall. Ja, gut. Warte, sind wir eigentlich noch gesund? Wir sind noch gesund und wir haben sogar noch unser Hilfe-Spray. Sie haben den Dietrich verwendet. Chris hätte hier jetzt einen Schlüssel gebraucht. Merkt ihr, Chill ist einfach der bessere Charakter in dem Game. Nicht, weil Chill irgendwie stärker ist oder so. Ja, die ist auch schon stark, aber. Nee, Chris hat einfach weniger Inventarplatz, hat keinen Dietrich und voll wenig Cutscenes. Also ich meine, ja, Rebecca, aber pff, sonst sehe ich ja echt fast gar keine Cutscenes hier gerade. Ja, wir müssen die Hundepfeife hier verwenden. Dann kommen die Hundis. War es natürlich nicht gut. Der hat es. Ja, ich habe doch mein Dietrich verwendet. Was für Dietrich? Ja, mein Dietrich auf den Hund, ne? Auch ernsthaft? Ja.
Oh. Weißt du, war das jetzt der letzte? Warnung schon? Ich pack meine Schotten jetzt raus. Kein Platz mehr, oder? Was habe ich denn verwendet? Ah, der Schuss ist weg, genau. Stimmt. War das bitte der letzte? Wenn ja, hatte ich echt Glück, dass nur drei Hunde waren. Und warum ich jetzt hier zurückrenne? Könnt natürlich denken, ja, das ist dumm. Nein, denn hier kann man sich nämlich kostenlos heilen. Sie reichen nur für wenig Verwenden, ja. Sie haben ihre Wunden versorgt. Sind wir jetzt wieder gesund? Perfekt, guck mal, müssen wir nicht unsere Highlight uns verwenden. Warte, prüfen. Denn hier ist nämlich, da ist ein Schalter, betätigen. Und wir haben hier eine sehr seltsame Münze. Und da ist ein Rüstungssymbol drauf. Keine besonderen Merkmale. Keine besonderen... Achso, ja, stimmt. Das ist ein Fake-Schlüssel. Bin ich steif genug zum Umdrehen? Also den können wir nicht benutzen, aber, ja, vielleicht wisst ihr das ja schon, wir waren zwar bei der Stelle nicht, aber ihr kennt doch bestimmt alle Resident Evil. Da gibt es nämlich diesen Schlüssel und wenn du den nehmen willst, stirbst du. Allerdings, wenn du das hier hast, also diese, ja, nix ab. Wenn du den Schlüssel da hast, überlebst du. Ich brauche nur noch einen Inventarplatz jetzt wieder. Verdammt, was mache ich da jetzt? Ah doch, ich hab noch einen Platz. Ups. Ja, stimmt. Warte, was? Warum habe ich jetzt wieder einen Platz? Also nicht, dass es mich jetzt nicht freut. Doch, doch. Na klar, freut mich das. Aber woher? Warte, jetzt wo muss ich nochmal lang? Ados Esszimmer. Oder? Ah, doch, nee, hier geht's auch. Stimmt, haben wir aufgeschlossen. Musste ich gerade nur noch mal kurz nachdenken. Bei dem Spiel braucht man nämlich Gehirn. Habe ich manchmal nicht. Deswegen ist es ein ziemlich großer Nachteil. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Nein, hier müssen wir nicht rein. Nein, hier müssen wir nicht rein. Wir sind im Kreis gelaufen. Ich bin ein Idiot. Ah. Naja, egal. Komm, gehen wir durch die Tür. Haben wir alles wieder. Ich hoffe einfach nur, dass kein Crimson Head kommt. Darauf habe ich persönlich keine Lust. Warte, wo war jetzt nochmal die Falle? Ah ja, genau, am Anfang. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier. Da ist schon einer. Da ist schon so ein Crimson Head. Weißt du, gerade davon geredet. Gerade davon geredet. Oh Mann, ey. Mann. Was ein Bullshit. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden und Tod finden. Ja, jetzt geht es runter. Und die Falle aktiviert sich. Jetzt habe ich gerade nur verdammt Schiss wegen dem Crimson Head jetzt. Ja, der ist jetzt da gleich. Oh, scheiße. Weißt du, ich habe gerade noch darum geredet. Lauf. Okay, der Crimson Head war nicht mehr da. Also doch, aber nicht gerade an der Stelle. Alter, seid mal still, ihr macht mir Angst. Ach chill, Mann, was machst du denn jetzt schon wieder? So.
Ja, alles ist so wunderbar. Ganz tolles Spiel. Ganz tolles Spiel. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ja, ich wollte hier eigentlich gerade abspeichern, aber es geht ja nicht. Ich habe keine Farmbänder im Winter. Und da ist auch keine Safebox. Oder halt keine, ja. Keine Inventarbox. Das zackt. Das zackt echt. Warum ist da überhaupt eine Schreibmaschine? Okay, hier haben wir es auch aufgeschlossen. Ah, okay, gut. Egal, wir gehen wieder in den einen Safe Room, wo wir gerade eben schon drin waren. Da passt alles. Muss es halt nur wissen, wo diese verdammte Tür jetzt ist. Hier? Ja, hier. Da erkenne ich an dem Brett, was da liegt. Was ich nicht eingesammelt habe. Was sogar irgendwo jetzt gut war. Ich meine, natürlich ist es ein wichtiges Item. Obwohl, ich weiß nicht mal, für was verwendet man das überhaupt. Also im zweiten konntest du es, also zumindest im Remake, konntest du das an die Fenster machen. Kann man das hier auch? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich nie gemacht. Aber ich glaube auf jeden Fall so eine Art. Und hier liegt sogar, oh mein Gott, hier liegen sogar noch sehr viele Sachen rum. Jetzt warte, das muss ich aber erstmal Platz schaffen. Ja, natürlich das Pistolenmagazin hier kann ich kurz mal mitnehmen. Nein, ich meinte nicht das. Komm schon. Ja, okay, das Pistolenmagazin. Ja, das kann man nämlich noch mitnehmen. Jetzt müssen wir erstmal Platz schaffen. Und wie machen wir das am besten? Also indem wir erstmal hier ein paar Sachen reintun. Die können wir uns natürlich gleich wiederholen, klar. Aber erstmalig brauchen wir hier Platz, um überhaupt Items mitnehmen zu können. Ey, aber gut, dass ich Chill spiele, weil natürlich immer noch sau wenig Platz. Aber als Chris hast du zwei weniger. Also. Ah. Da eins behalten wir, oder? Eins behalten wir. Ja. Also in da, wo wir auch vorher waren, wo wir rausgegangen sind, gibt es auch noch eine Safe Room. Das machen wir in der nächsten Folge. Von dem wunderbaren Resident Evil Remake. Und... Warte, da liegt noch was. Ja, warte kurz. Das machen wir jetzt noch. Und ich kann keine Objekte mehr tragen. Was allerdings jetzt noch kein Problem ist, denn ich tue nämlich eh die Farbbänder hier zurück. Was natürlich sagt, wenn ich in die Cafeteria gehe. Klar. Das war auch vorher echt scheiße. Brandsätze. Für welche Waffe ist das jetzt? Ist vielleicht für einen Granatwerfer oder sowas? Ich glaube, es gibt einen Granatwerfer in dem Game. Das kann sein. Ja, ich weiß, ich bin komplett stupid, aber was soll ich machen? Aber ja, weiter geht's im nächsten Part von Resident Evil Remake. Und ciao.